Schwerlasttransporter der Bundes. Er ist mit seinen 86 PS in der Lage, bis 70 Tonnen und damit den schwersten Kampfpanzer der Bundeswehr, den Leopard 2A7V, auch auf unbegrenztem Gelände zu transportieren. Der zweite Schwerlasttransporter aus Kanada, der hat 650 bis 650 PS stark. Ausschließlich für den Kraftfahrzeug konzentriert. Auch er kann mit 70 Tonnen und dem Leopard 2A7V transportieren. Der Tankcontainer kann durch das Trägerfahrzeug MAN-CES hier als erstes Fahrzeug gesehen und wie eine Wechselladekutsche eigenständig aufgenommen sowie abgesetzt werden und ist vergleichbar mit einer hochmobilen Tankstelle, welche überall flexibel auch im Gelände Fahrzeuge betanken kann. Eine weitere Möglichkeit zur Betankung ist die dahinter befindliche Straßentankbar. Der FCG kann unterschiedliche Brennstoffe, zum Beispiel Diesel oder Kerosin, bis zu einer Menge von 80.000 Liter transportieren und damit auch im Luftfahrzeug betanken. Mit einem Gewässerkontainer 20 Fuß. Der UTF mit seinen 54 PS hat einen Nutzlast von 50 Tonnen.